Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch recht herzlich hier zum lustigen Questen mal wieder. Wir spielen jetzt nochmal hier, probieren wir mit dem Paladin und dem Warrior. Haben wir eigentlich ein Warrior-Deck, fällt mir gerade so auf. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir spielen also nochmal mit dem Paladin. Stimmt, den wollte ich ja noch ändern. Paladin. So, und dann gucken wir mal. Humility ist eigentlich ganz geil. Der Berserker ist ganz geil, wenn wir dem hier das Schild geben können. Wir gucken mal, was haben wir denn für lustige Karten inzwischen beim Paladin. Den hier finde ich natürlich auch echt geil. Sword of Justice ist natürlich auch echt OP, wenn man die hat. Wir haben kein Consecration drin. Das muss ich natürlich bemängeln, weil Consecration braucht man auf jeden Fall. Jetzt haben wir zwei Consecration drin. Wir hatten vorher nur eins drin. Den hier hätte ich auch gerne noch ein zweites Mal dabei. Dafür würde ich leider nichts raustun. Den Dragon. Guardian draw two cards, cost one lesson. Okay. Was war das hier jetzt gerade nochmal? Holy Wrath. Wir haben keine Mechs im Ding, außer hier den die hier, aber das bringt uns eh nichts, weil die halt eh schon Divine Shield haben. Unser Iron Fur. Wir haben trotzdem noch ein paar Low-Cards drin hier, hauptsächlich die hier. Hauptsächlich auch Spells. Bringt es uns was, wenn wir noch einen Low-Heroes reinhauen? Irgendwie hier so den hier, Knife Juggler, oder hier die Micro-Machine. Ich weiß es nicht. Probieren wir es jetzt erstmal hier mit dieser ganz kleinen Veränderung aus. Wir haben ja jetzt nur eine Karte verändert. Spielen nochmal im Ranked. Können ja nicht mehr absteigen. Nach der letzten Runde, die wir ja leider verloren haben mit dem Paladin, gegen diesen Schurken, der ganz hinterrücks uns fertig gemacht hat, probieren wir es jetzt einfach nochmal. Diesmal werden wir es schaffen, habe ich so das Gefühl. Aber das Gefühl kann einen natürlich auch täuschen. Oh Gott, und dann auch noch gegen den Priester. Das freut uns natürlich ganz arg. Und die Starthand ist schon mal richtig geil. Erstmal alles weghauen. Zack, zack, zack. Und wir kriegen wahrscheinlich noch eine schlechtere Starthand. Jawohl, drei Zauber. Nicht schlecht. Komm, jetzt was. Noch ein Consecration. Jawohl, haben wir ja gerade erst ins Deck getan. Die brauchen wir natürlich sofort auf der Hand. Wie könnte es auch anders sein? Hier, komm, krieg schon ein bisschen Feuerwerkpriester rein. Ah, oh, Shadowboxer ist natürlich echt starke Karte für den Priester. Das Problem ist, er kann jetzt halt immer reintraden und dann sich healen und dann Schaden machen gleichzeitig auch noch. Oh, die Sun Cleric. Ja, okay, er macht es auf jeden Fall richtig. Hat aber kein Mana mehr zum Healen. Das heißt, wenn wir jetzt 4 Mana hätten, könnten wir gleich Consecration und Barge alles weg. Okay, wir machen das jetzt, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Let me think. Es bringt uns nichts, den jetzt das Ding hier rauszuhauen. Wir brauchen die Consecration gleich, aber die macht nur 2 Schaden. Oh, das ist, da hat er uns schon mal richtig auf einem bösen Bein erwischt. Weil wir können einfach nicht spielen. Wenn wir das Consecration hier spielen, dann verreckt zwar er hier, aber sie nicht. Und jetzt folgen beide nicht mehr. Ah, oh, das gefällt mir gar nicht, wie es hier anfängt. Und wir haben einfach keine Karten, die wir spielen können. Hier, das ist schon mal gut. Den wollen wir rausspielen sofort. Der hat auch Schild. Dem hauen wir das hier jetzt noch drauf. Er kann niemanden healen. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn er angreift, stirbt einer von seinen Viechern auf jeden Fall. Das könnte unser Vorteil sein. Das werden wir aber jetzt gleich noch sehen. Und solange spielen wir hier an der Maschine rum. Zack, los geht's. Brizel! Ja, jetzt muss er sich überlegen, was lässt er sterben? Oh, da hat er ein Shadow Word Death auf der Hand. Oh, und bei uns gibt's gleich ein Feuerwerk. Juhu! Feuerwerk, Feuerwerk! Und er hat eigentlich noch theoretisch genug für einen Shadow World Death. Jawohl, er hat sich dafür entschieden, ihn wegzuhauen.
Und jetzt können wir die Consecration draufhauen und ihr den Ding hier wegmachen. Wir haben 5. Oder wir spielen den True Silver Champion und hauen ihn auch weg. Ich glaube, der True Silver Champion macht hier mehr Sinn, weil wegen 2 Karten ein Ding weghauen ist nicht so sinnvoll. Jetzt mal schauen. Wenn er jetzt noch 2 kleine rausspielt, wäre das natürlich perfekt. Wir lassen ihn jetzt natürlich keine Karten mehr ziehen. Wir können theoretisch auch mit 1 und dann den True Silver Champion den wieder runterhauen auf einen Angriff. Okay, er bufft ihn nochmal hoch. Und wenn wir das jetzt wahrscheinlich anders machen, wir machen das nämlich so. So healen uns. Und spielen ein Consecration, dass der auch weg ist, weil so viel Schaden können wir uns leider nicht leisten. Und wir haben halt einfach nichts auf der Hand, was wir spielen können. Wir müssen im nächsten Zug den echt mal den Taunt rausbringen. Naja, das war nicht so well played. Okay, er hielt sich. Ist wieder oben. Ich weiß, das ist hier gerade keine Augenweide, was wir hier spielen. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank das so. Zack. Jetzt hat er natürlich ein Shadow of Death. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Oder ich habe schon damit gerechnet. Ich habe es halt einfach rausgespielt, ohne großartig nachzudenken. Im nächsten Zug müssen wir wahrscheinlich ein Reinforce raushauen mit einem Blessing of Kings. Okay, er smited. Und haut jetzt seinen Shadow of Death drauf. Au, oh shit. Das ist natürlich nicht so geil. Also Leute, es tut mir leid, aber hier ist ein Consecration nun mal echt gut. Jetzt hier gegen die 2 Viecher, das ist eigentlich das Beste, was wir machen können. Zack, Consecration raus. Haben zwar jetzt kein Consecration mehr und nur ein 1er auf dem Board und er hat 28... Gut, er kann ihn jetzt direkt weg... Ah ne, er kann ja nicht mehr. Ah, er kann ja nur noch jetzt normal heilen. Ich habe gerade immer noch gedacht, er holt ihn jetzt einfach weg mit seinem Soul Priest. Ja, merkst du was? Ich spiele ohne Secrets. Da kannst du viel machen. Okay. Shit. Jetzt wird's interessant. Spielen wir ihn raus. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, weil sonst sind wir bald dort. Oder hauen wir auf ihn das raus und dann. Aber dann sind auch beide weg. Oder hauen wir beide auf ihn raus? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten das schon machen. Komm, wir hauen jetzt beide mal einfach raus. Zack. Einfach nur zum Spaß, weil ich sehen will, was er macht. Ja, wird jetzt wahrscheinlich ein Shadow of Pain Death spielen. Um den 9-4er hier zum... um den 9-4er abzumurksen. Okay, zieh das meine Karte. Es wird jetzt wahrscheinlich Shadow of Deaths gewesen sein. Gut gezogen, mein Freund. Irgendwie ist unser Paladin echt nicht so geil. Okay, der Knife Juggler. Und er hielt sich noch. Alles klar, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier jetzt anstellen damit. Wir heilen uns jetzt auch. So, zack. Und das hier. Und die Problematik ist hier jetzt... Er kann uns hier einfach traden. Er kann uns hier, Ding. Wie heißt nochmal? Er könnte uns jetzt hier einfach rüberziehen zu sich. Wenn er ein Mind Control hat. Und deswegen habe ich dem jetzt schon mal gut Schaden gemacht. Dass wir ihn auf jeden Fall, wenn er Mind Controlled wird, dass wir ihn töten können. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Ich hätte ihm jetzt zwar auch ins Gesicht gehen können mit den 9 Schaden. Aber anders gefragt, was hätte es uns gebracht? Oh, das ist doch nochmal eine schöne Karte. Zack. Wir clearen das sein Board mal. Er wird jetzt sicherlich sich gleich den Ding hier holen. Scheiße, das war dann nicht gut gespielt, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn es sich jetzt mit...
Mind Control den Emperor holt und den Guardian tradet, haben wir ein bisschen die Arschkarte gezogen. Deswegen müssen wir mal schauen. Ja, er tradet und hat jetzt natürlich das Mind Control auf der Hand. Er spielt gar nichts aus. What the fuck? Okay, das müssen wir ja eigentlich fast nutzen. Zack. 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 Und jetzt ins Gesicht. Volle Kanne. Zack, zack. Und er macht unseren Ogre nochmal billiger. Es könnte jetzt unsere Chance sein, den Priester hier zu rushen. Den Tokione. Well played. Hat er nichts mehr auf der Hand, oder wie? What the fuck? Er hat 4 Karten auf der Hand, warum kann er nichts mehr spielen? Oder hat er keine Zeit mehr? Oder wie sieht das aus? Wir haben den ersten Sieg auf jeden Fall mit unserem Paladin. Da haben wir gerade doch noch relativ Glück gehabt, dass wir das so hingekriegt haben. Und hauen jetzt mal einfach noch die zweite Runde hier hinterher. Wir haben jetzt ein Standchen gekriegt mit unserem, naja, nicht so guten Paladin. Wir probieren es nochmal. Vielleicht haben wir Glück, dass wir am Anfang jetzt bessere Karten mal ziehen. Finde ich auf jeden Fall geil. Jetzt werden wir gleich erfahren, ob das einfach nur ein Glückssieg war oder halt ein richtiger Sieg. Ich hoffe, es war ein richtiger Sieg. So, und ich muss mir jetzt hier mal ganz kurz entscheiden, welches ich hier von meinen leckeren Getränken aufmache, die ich hier vor mir stehen habe. Oh, das sieht doch mal schön aus. Das ist doch mal eine schöne Anfangskarte. Gegen den Hunter tun wir den hier weg. Ene, mene, mu und raus bist du. Weg bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Na gut, das ist eine gute Frage, wie alt ist. Sagen wir einfach mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Damit werden wir das hier aufmachen. Werde ich hier mal ein bisschen umsortieren. Erstmal grüßen. Well met. Gute Metwurst heißt es übersetzt. Das ist eigentlich, das sagst du immer zum Metzger, wenn du gerade ein frisches Mettbrötchen von ihm gekriegt hast, sagst du erstmal well met. Okay, da war jetzt eigentlich echt, da war echt ziemlich scheiße, tut mir echt leid. So, hier, den hauen wir raus, weil der hier bringt uns gar nichts, weil was bringt uns jetzt ein, Divine Shield auf irgendeinen zu zaubern, weil wir einfach niemanden haben, der eins brauchen könnte. Wir könnten hier noch ein zweites drauflegen, dann haben wir eine Monster Bubble, aber das bringt auch nichts, weil es das nicht gibt. Jetzt wird er sicherlich gleich ein Tiergefährten sich herzaubern. Oder den Timberwolf und nochmal hier Schaden. Der Timberwolf ist jetzt ein bisschen dumm von dir, mein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir traden ihn nämlich, hauen unseren Grizzly raus und gehen ihm mit 2 ins Gesicht. Damit ist es wieder Gleichstand, 26 gegen 26. Woher haben wir eigentlich 26 Schaden? Achso, er hat zweimal sein Ding hier aus, sein Deadly Shot gemacht. Oh nein! Aber das kostet schon mal 3, das ist sehr, sehr gut. 4 haben wir dann jetzt inzwischen. Hätte ich mal gesagt, wir spielen hier auf ihn ein... Erstmal am sehr Mana-effektiv spielen. So. Was würde er jetzt machen? River Crocolisk. Und auch einen Grizzly. Macht jetzt meiner Ansicht nach wenig Sinn, aber das ist okay. Was macht jetzt mehr Sinn? Das hier auf den, dann haben wir einen 5-5 auf dem Tisch liegen. Oder sollen wir einfach hier, das hier da drauf, dann den hier darauf und dann ins Gesicht. Ich hätte mal gesagt, wir spielen jetzt einfach hier so. Machen den hier damit weg. Machen den hier damit weg. Ja gut, ich hätte das eigentlich andersrum machen sollen. War ein bisschen blöd. Jetzt haben wir halt einen Schaden gekriegt. Mein Gott, was will er machen? So wie es aussieht, haben wir bis jetzt noch absolute Board Control. Okay, er trackingt. Hat vielleicht was Gutes gezogen. Ja, jetzt. Kann er die gebrauchen? Ah, er hat sich einen Taunt geholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Nicht schlecht. Würde ihm aber nicht viel bringen.
weil wir hier mich jetzt hier das hier einfach mal hier drauf spielen. Den wegmachen. Und ihm jetzt wieder mit 5 ins Gesicht gehen und noch ein Recruitieren. Hier sieht schon mal ganz nice aus, oder? Haben hier relativ gutes Board. 15, volle Karten noch. Und er holt sich jetzt endlich sein Kollege hier. Sein Kollege Grunz. Okay, er wird jetzt in den 5-2 hundertprozentig reingehen. War das einzig Sinnvolle, was man machen kann eigentlich. Hat natürlich dann mein Board relativ dezimiert mit dem... Aber hat auch ziemlich viele Karten rausgeschmissen. 6 Health. Wollen wir das jetzt schon machen oder spielen wir lieber 4 und 1? So. 12 unten. Wir hätten jetzt nochmal hier mit unserem True Silver Champion angreifen können, aber ob das Sinn gemacht hätte, frage ich mich wirklich, weil dann wäre er unten auf 8. Das heißt, in der nächsten Runde wäre er down gewesen, aber den habe ich jetzt nicht mit einberechnet. Deswegen müssen wir jetzt hier mit unserem True Silver Champion wahrscheinlich reinhauen. Oder natürlich einfach mit einem von denen hier. Die Frage ist, ist es eine Freezing Trap? Das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Deswegen werden wir das mit dem hier ausprobieren. Okay, es ist keine Freezing Trap, das ist schon mal scheiße. Dann wird es eine Explosive Trap sein und dann wird der hier eh drauf gehen. Dann spielen wir dazu noch Sneeds, Old Shredder, macht das Sinn. Warte mal, 3 sind 7, 7, ja komm, das machen wir. Okay, so wie es aussieht, ist es weder ein Blub noch ein Blub. Well played. Jawohl! Noch ein Sieg mit dem Paladin im Ranked. Ja, wie oft wird es noch well played sein, mein Freund? Ist ja gut. Ich weiß, dass ich gut gespielt habe. Einbildung ist auch eine Bildung. Tada! Jawohl, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Und nicht vergessen, da gibt es so ein Feld, wenn ihr da drauf drückt, dann seid ihr echt cool, weil da steht Abonnieren drauf. Und da abonniert ihr mich und kriegt jeden Tag ein Hearthstone-Video und wahrscheinlich jetzt auch mehr Videos in anderer Hinsicht. Also andere Let's Plays. Und damit schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und man sieht sich hoffentlich bei einer nächsten Folge von Hearthstone oder in einem anderen Let's Play. Schaut einfach mal vorbei, bei mir auf dem Kanal, auch bei Twitter und bei Facebook natürlich. Oder inzwischen auch natürlich bei Facebook. Und damit sage ich vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst alles da, was ihr habt. Bis die Tage dann. Mein Name ist Scrawl. Tschüss.